Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von QSO4U Tech. Ja, nach der Gamescom geht's jetzt weiter wieder mit ganz normalen Videos. Der Tech-Kanal war so ein bisschen jetzt stillgelegt. Wir haben auch eine kleine Sommerpause eingelegt. Sei uns, denke ich, nach der Gamescom auch vergönnt. Falls ihr von der Gamescom-Berichterstattung gar nichts mitbekommen habt, schaut mal auf unsere Website und auf unseren Gaming-Channel. In der Endcard findet ihr auch übrigens zwei Videos von der Gamescom. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, so um die 30 Videos veröffentlicht aus den unterschiedlichsten Bereichen, plus Testberichte, plus Best-of-Impressionen. Die Case-Modder waren auch wieder mit dabei und auch ein interessantes Security-Thema, das wir auch sogar auf dem Tech-Kanal veröffentlicht haben. Da ging es um sogenannte Ransomware. Entschuldigung nochmal für die schlechte Bildqualität. Das sah alles auf der Kamera viel besser aus, als es dann wirklich war, aber wir wollten, weil das Thema eben so ja, präsent ist und wichtig ist, wollten wir das einfach veröffentlichen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wieder da und wir sind wieder mit vollem Elan da. Wir wollen jetzt auch wieder Webtipps senden und ja, Tutorials natürlich, was hier jetzt auch ein Tutorial ist und eben auch unsere QSO4U hilft. Dazu brauchen wir natürlich eure Fragen. Also wenn ihr irgendwelche PC-technischen Problemchen, Fragen habt, postet die entweder in unsere Community, also qsofu.com/community oder eben einfach per Mail an uns. Aber das Beste ist natürlich, ihr macht das Ganze über die Community. So, heute geht es um das Thema, wie bekomme ich eigentlich eine Seriennummer von meinem Mainboard raus? Das kann Gründe haben, sage ich mal, wie zum Beispiel, man braucht eine Treiberversion, möchte die von der Herstellerwebsite runterladen, hat den Karton die Rechnung nicht mehr, wie auch immer, möchte dann herausfinden, was für ein Mainboard in meinem Rechner verbaut ist. Da kann ich natürlich zu Tools greifen. Es gibt einige Tools, die das sehr nett machen. Ich bin immer der Meinung, wenn das Windows auch von sich aus kann, warum soll ich dann ein Tool verwenden? Wenn das natürlich ziemlich umständlich wäre, ja, okay. Aber in diesem Fall ist es recht einfach. Wir sind hier gerade in der virtuellen Maschine Windows 10. Ihr könnt das Ganze aber, sag ich mal, ab Windows 7 aufwärts verwenden, diesen Tipp, sag ich mal, oder diesen Befehl. Dazu gehen wir jetzt erstmal in das CMD, ja, das will jetzt gerade nicht, dann machen wir das mit Windows R für Run und geben hier einfach CMD ein. So, jetzt haben wir unser CMD. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ja, das ist das richtige CMD. Ich werde mal ganz kurz hier ein bisschen die Schriftgröße vergrößern, damit ihr im Video da auch besser seht, was ich da eintippe. Okay. Und das Ganze geht über eine Schnittstelle, die sich WMI nennt, und man kann diese WMI-Geschichten abfragen. Also WMI wird zum Beispiel für Monitoring-Systeme verwendet und ist so ein gängiger Standard, sag ich mal, um aus einem Windows-Betriebssystem Informationen auszulesen. Und wir geben deswegen den Befehl ein: WMI C Baseboard leer get product, manufacture Version Serial Number. Enter. So, und jetzt sehen wir hier schön aufgelistet, was für ein Mainboard das ist, was für ein Produkt das ist und die Seriennummer und Version im besten Fall. Hier haben wir jetzt eine virtuelle Maschine, deswegen sind es jetzt keine Informationen, die einen da so weiterhelfen. Wenn ihr jetzt das auf eurer physikalischen Maschine macht, dann werdet ihr Informationen bekommen, die so aussehen. Das muss ich jetzt auch mal ganz kurz ein bisschen vergrößern. Hätte ich auch im Vorfeld schon machen können, aber gut. Und dann sieht das Ganze zum Beispiel so aus. Das ist jetzt hier mein Aufnahmerechner. Der hat ein Gigabyte Board drin. Und das hier ist die Seriennummer 970AUD3P. Und da sieht man dann diese ganzen Informationen. Mit dieser Information kann ich dann zum Beispiel auf die Gigabyte-Seite gehen. Das können wir mal machen. Gigabyte.com. Und wenn es lädt, dann genau. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier oben nach dem Board suchen. Und dann finde ich gleich mein Board und kann dann auch die Treiber dementsprechend herunterladen. Also hier sieht man jetzt gerade das Board. Und dann kann ich hier auf Support und Downloads gehen und finde hier dann die Treiber, die ich brauche, je nachdem, was für ein Betriebssystem ich hier einsetze. Ja, und das ist eigentlich schon alles.
Ja, und ihr seht, also ein Tool, wenn ich jetzt hier runtergeladen hätte, naja, gut, das wäre jetzt wieder irgendwelche Dateischrott auf meinem Rechner gewesen. So konnte ich das Ganze über die Command Line mit Bordmitteln abfragen. Ja, das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf unsere Seite mit der Gamescom-Berichterstattung habe ich schon bereits gegeben. Jetzt gibt es hier noch unsere Community. Das ist unser offizielles Forum, das wir jetzt ein bisschen aufgehübscht haben. In der Galerie sind übrigens noch keine Bilder hochgeladen. Wenn ihr irgendwelche interessanten Bilder habt von irgendwelchen Events, zum Beispiel auch Gamescom, falls ihr dort wart, oder ja, was es halt alles so gibt aus dem Bereich Gaming oder Technik, wie auch immer, könnt ihr gerne dort hochladen. Wir freuen uns, wir kommentieren die, wir schauen die an. Bitte natürlich da auch die Urheberrechte wahren, denn sollte da irgendwas Geschütztes drin sein, wo ihr nicht die Berechtigung habt, das hochzuladen, dann wird es natürlich runtergenommen, ganz klar. Und hier könnt ihr dann diskutieren. Wir haben unser altes Forum soweit importiert, falls ihr schon in unserem alten Forum aktiv wart. Da ist dann auch nichts verloren gegangen. Wir haben zwar ein bisschen aufgeräumt, aber ansonsten sind im Großen und Ganzen alle Threads, ja, hier vorhanden. Falls ihr Feedback habt, da freuen wir uns natürlich auch gern drüber, könnt ihr das entweder per Mail schicken, ihr könnt das aber auch öffentlich zur Diskussion in unserem Forum reinposten. Freuen wir uns natürlich auch drüber und wir werden darauf definitiv auch reagieren. Und wie gesagt, sachdienliche Hinweise, zum Beispiel für die Webtipps, da sind wir natürlich auch so ein bisschen auf Zuschauer und Community und Leute angewiesen, könnt ihr auch gerne da reinposten oder eben an die Redaktion @kurso4u.com schicken. Wird beides gelesen und beides wird dann natürlich auch beachtet bei der Wahl unserer Themen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurso4u Tech.